Gruppe von ca. 60 Kindern wird begeistert von den Regisseuren Julia Macharowski, Martin Schneider und Marlene Reitmeier. So, jetzt kommt unser Kinderrichter, Sebastian Wössel auf Tschechien. Er wird begleitet vom Vorjahreskinderrichter von Dominik Novak. Vielen Dank heute beim Spiel und schönen Spiel. Und gleich dahinter im Wagen mit Pferd die Prinzessin, die kleine Ritterin, dargestellt von der Rebecca Hirsch. Sie soll im Spiel mit Kraft geopfert werden, aber wird natürlich vom Ritter gerettet. Rebecca spielt ebenfalls schon seit einigen Jahren sein kleines Kraftspiel. Der Ritterinnenwagen ist die letzte Erklärung der Schule und wird jedes Jahr von ihren Schülern geschützt und zur Verfügung gestellt. Jetzt ein Blumenwagen, alle Kinderdamen mit ihrer Begleiterin, der Christine Schmidtberger. Und der Blumenwagen wurde liebevoll von der Gärtnerei Hoffmann gestützt. Eine Gruppe, die den fahrenden Volk darstellt, das ist die Waldschmidt-Schule aus Eschenham, unter der Leitung von der Angela Fischer und mit der Betreuerin der Eva Meiler. So, jetzt folgt ein alter Leiterwagen, der wurde 2006 von Klaus Kuschek als Stadtturmwagen für ganz kleine Ritterinnen und Ritter umgebaut. Dahinter alle Kinder in Ritterkostümen, die Vierkopfschützen und die Fahnenträger. Die beiden Fahnenträger sind der Birne Lobas und der Andreas Kiefel, Ostbüroll. Folgt der selbstgebaute Drache Nepomuk von Dominik und der Sophia Novak. Begleitet von der Mama der Kerstin Novak, die am Feuerwehrbank heute im Kinderfestzug zusammengestellt und organisiert hat. Dann folgt der Robert Michael aus Tschechien, der Reiterfeuer zum ersten Mal beim Unterricht.